Hallo, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Heute bin ich wieder in der Oma- und Opa-Ecke und ich möchte eine Geschichte von Hans-Joachim Meyer vorlesen, wie ja immer einmal die Woche, meistens am Sonntag. Und ja, dazu zünden wir jetzt als erstes mal wieder die Kerze an. So, ja, ich will sie gar nicht. Wir machen das heute mal so. Eine neue Kerze. Die pusten wir aus. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Und ich fange jetzt gleich an mit der Geschichte, denn ich möchte doch sehen, dass ich Sie innerhalb der vorgegebenen 15 Minuten, die mir für Instagram zur Verfügung stehen, schaffen kann. Das Kloppen an der Tür. Der Froh sitzt ob der Sopa und ist wie zu knütten. Ein fein Pullover für ihren Enkelsohn schallert warn. Wie Lütten fallt er der Augen to. Er doch der Erna und der Jung sind all lang to Koje gon. Erna hat secht, kann wen dat wie düsse Nacht, wer der Bombenalarm kriegt. Und denn ist dat gut, wenn de Lütte Aalen bietens Lob achter sich hätt. In all ihr Kledo schlecht sich die Frau ob de Puch, dat se gau werde obstohn können, wenn de Sirenen hult und se alte hob in Bunker möt. Blang dat betsteite Tisch mit Socken, wat se neudig brucken deit, wenn se nicht mehr trüch in der Wohnung kann. Na nu, ist du einer de Dörr? Ganz liesen hört se en kloppen. Bin ich indrusselt und hab ich da träumt? Fragt sie sich Sylben. Man denn wart dat Kloppen luder. Se Wunder wagt. Wo kämen kümmt denn noch so lot am Obend? Se steigt ob, slut die Tür oben und schütt tüchtig in de Dütt. Der Mann hätt sien Haut deep ins Gesicht trocken und achter sien grote dicke Brüll sind sien Augen meist nicht zu sehen. Ligas weht sie ob stets, gehn doch vorher steit. Kuddel, was deist du hier? Wildert ut ihr Hut. Man liegt's voll sie sin Fingers ob ihr Lippen. Lot uns man ringaun, swistert hey. Freuer wär Kuddel lange tiet ihr Kolleg ob de Phönix, der grote Gummifabrik in Horbuch. Und overtow is sie noch um Teinecken mit em verwandt. Hier ist ein, der jümmer noch de Roden Tow heuert, ook in der Brune tiet. All zweimal haben em den Nazis in Bucht, man se kunn em nix no wiesen und müssen em utert Katschott wedder Hut loten. Der Fabrik ist dat Hab von Horbuch, wo alles an Hangen deit. Der Frau kennt de Phönix as se eigen Handtasch. Du hob mit Anna Frons müsse Vorratsleuch vulkanisieren. Die dicke, schietige Luft in der Hall ha er so swör toset, dat se vortiets in Rente güng. Se töchten, wech no Hamburg röber, ha lang nix von Kuddel hört und em ob meist vergeten, bis se annerletz ob de Post düssen Steckbrief zu sehen krieg, mit fair Biller und Kuddel sien werde mit Bi. Mit sien Nom, sien Horburger Adress, brune Augen, ey mit der Tachentich graut, wie z'nacken stöte mit de Tungen an, leste du auch noch und höch sich. Wat n dumm Tüch? Hätt du ein de Gestapo, ob ein verkehrtes Spor locken wollt? Überall dünnstreben flüchtige Verbrecher im Reich. De lüt schon wohl gläuben, dat de für ein Bank uträubert Hahn, man de Frau wüsst dat beter. Kottetit, no dit Belebnis, mög se sich ob'n Partner Horbach und güng nur einen anderen Kolleg von der Phönix ob besorg, wo se sich gut ob verloten konn. Wie em kloppt se ob den Busch und er wiss ob Bescheid, denn so wat spröck sich gau rum in der Fabrik. Vorleden Jahr in Oktober 42, vertell he, wohl sich die Gestapo wie uns drei Mannstracks ob de Oberstdeel kriepen. Zwei konnten se ook Fahrt kriegen, man de dritte, Kuddel, hatte vor Wind von der So kriegen und wir Utenheit. Se simmer leer. Nu heb vi Februar.
Fünf Monde sind in Land gegangen, wo eins kann einzig in düsse Tiden so lang verstecken, auch dat he snappt ward. Von Harten wünschte em, dat he dat wuppt hätt, u dat Land zu verschwinden. Man wat is, wenn er jümmer noch durch Hamburg ströbt, wenn er Butz und Batz wie er zu Hus obdückert. Wie düssen Gedank sagt er der Tat in de Büchs. Und nu ist er just so komm, als er dort ahnt hätt. Sie stellt Kuddel wat zu eten hen. Fehl ist es nicht, denn dat gift jo allens bloß ob Korten. Die beiden snackt ganz liesen, dat de Tochter und de Jungs nix marken dort. Kann ich in pur doch wie die blieben, fragt he. Lang duert net nicht, läuft mit dat. Ich mut rut u Deutschland. Ein Freund von mir sucht in Lübeck ein, der mir über die Ostsee nur Schweden schippern kann. Ich weet nicht, sagt die Frau. Denken deitze, hätten denn nicht nur Anna wegens hingehen könnt? Wenn sie mi fortkriegt, geht dat jo nicht bloß um Kuddel und mi, auch Erna und ihren Butche. Lautmann, meint sie denn, du snackt wie morgen über. Auch mit Erna. Kannst die düsse Nacht auf mein Sofa hinhauen. Betttüch licht in Schabto achtern. Gediegen, denkt die Frau Kottetit lauter. Kuddel slöppt in däbsten Frieden. Und ich bin so bang, dass ich kein Okto krieg. Wenn nu de Gestapo weg ob em anset hätt. Mit Puckern hart lustert sie ob allen zwatzigen Hus bereucht. Man erblifft Musen still. Lutz Buten, ob des Tod fort ab von an ein Auto vorbei. Wat wär eigentlich los, Domolz mit der Drehmann wie Phönix? Chlor, dat se em so wat nicht frugt hätt. Und er wür, er verwirrst du auch nix ob antern. Wenn du von nix wat weh af weist, dann könnt sie die, wie die Gestapo, foltern und traktieren. Du kannst nix gut singen. De Frau denkt no. Bither tu hef ich dat ganz gut hinkriegen, wie du düsse lege ti dörtu smuggeln. Hef de Nazis überwintert, lassen so secht. Wenn ich anders günk, hef ich mi ook mol ein Heil Hitler afkneten. Hef en po Pen geben, wenn se gilt für dat Winterhölzwerk sammeln den. Manne hef nie nicht die Hakenkrütz fahren, und das Fenster hangt, liegerste Navaslüd mit Manikmol schäf ankicken. Heimlich hab ich sogar BBC oder Moskau aufhört. Darum weit ich, lang kann das nicht mehr duren mit Krieg, SA und SS. Und nun mal hört mir düsse Besorg, der mi und mi Tochter sass den Kopf kösten kann. Man Faken hättert geweten ihr doch piert, und wenn sie sich dort de Tiet so durchrangeln den, wenn sie to kicken muss und nix tun kann. Sie dach an den jötschen Höker an der Ekten Bispiel, der ob'n Stutz mehr in der Nacht abholt wör. Oder an mennig ein Freund, den KZ köim und saß allang dort bleiben es. Oder an Kuddel sin Frau, die nu verwiss Dach und Nacht von der Gestapo beluert ward. Analyset, jümmer leben für ein Sog in, der ob mal eher Sog wehst wär, und wie Licht sehen, jümmer noch is. Buten hört ein Auto just für Tus an. Der Frau sit piel in Bett, ihr Atem steht still. Man nix mal hört. Kein Dörsleit du, nimmst dich de Trepprock. Nur kommt andere Bilder für dich, noch öller, noch länger trüch. Dass sie in Horburg zu hoben mit Kuddel gegen Nazis und Krieg ob des Droht gehen wär. Dass sie sich verdefendieren müssen, wenn die SA jümmer Versammlung zu Klump hauen woll. Oder an 1. Mai, wenn dat mit all der anderen Kollegen Robb nur Volkswohl gön, nur dat grote Lokol, wat der Arbeitslüt Sülben obbot han und wat sich dreh und dörtig die deutsche Arbeitsfront in der Naugel rät. Düsse Bilder wären inner wegens ganz weit weg wehst, und nu lebten sie vor ihr Augen af, als wenn dat gestern wär. Hätt Kuddel, als sie bei ihr an der Dür kloppen, die
die Tiet in ihren Kopf tröstelt, als wenn die Bilder singen würd, wo wie Feuer für ins Ton sind, dat is von do noch lang nicht in den Tisch kehrt. Die Frau weht nicht ihr noch nicht ut. Sie ist jo all der Jon Kuddel gar nicht in den Meut kommen und hätt nicht mit ihm snackt. Wat is, wenn der Gestato immer lang fortkriegen und ihm umdreit hätt? Wenn er nur all sin Frinnen obzöcht und Jümbi die Gestapo an Metz liefert. Nicht Uto denken. Nee, morgen muss sie im Verklock fiedeln, dass er hier nicht blieben kann. Und dann slöppt sie ob letzt in. An anderen Morgen verhackt stückt sie all dreh zusammen, de Frau, Erne und Kuddel, wat nun waren schuld. De Frau meint, dat is für uns all beter, wenn du wieder geist. Ich bin zu old, ich hol so wat nicht mehr dör, wenn sie uns bin Wickel kriegt. Mann, Erna secht, ich läuf, dat fällt nicht grot ob, wenn hi bi uns blifft. Em kennt ihr jo nims. Wie mog dat so, wenn der Tod kümmt, hätt Kuddel uns vertellt, hier is in Horburg utbombt und söcht sich wat zum Sluppen. Dann malört uns vielleicht nix. Gift den ganzen Back Menschen, die hüt kein Dach mehr übern Kopf hebt. Und dat Kuddel und wie verwandt sind, kümmt uns doch nu wunderbar zu Pass. Und des Deckbrief? Fragt des Frau. Den bist du gar nicht wies worden, antwortet Erna. Die hangt doch bloß ob de Post, verwiss auch wie de Udels ob dat Polizeirevier. Man, du hast du den Freud auch nicht hinset. Du sagst de Frau, eigentlich hast du recht. Du hast sie dat gut auch kniffelt. Sie ist nur in Verstohn, dat er blifft. Und nicht bloß dat. De Dreh mogt af, dat de Frau als wär der Hen, wo ein Kolleg in Neuhorburg von hört und vertellt, neben Kuddel afbleben ist. Und da deit sie auch liegt. Von do an kommt af von an ein Mann mit utbulten Hut und absloten Mantel ob Besorg. Hier lädt es ein Tippelbruder, der mit ole Plünnen hökert. In sien Sack bringt de frische Kledosch für Kuddel und nimmt de ole tun waschen trüch. Und auch wat zu eten hätte mit bi. Wenn de ole Frau nur an oben zu Bett geit, ist sie jümmer noch bang für de Gestapo oder vor einen Alarm. Mancho liegetig feult se. Nu se Kuddel versticken wird, ist ahns anders worden. Sien kloppen so laut an düssen obend, hätt er leben, wer der ob de feut stellt. Hätt er einen obrechten Gang, wer der trüch bräucht. Wie düssen Gedank krächt sie der Zucker hin, ihr Angst wegzuschuven. Zwei lauter geite Kriech, ob dat ento. Meine Frau kann sich doch nicht überfreien. Kuddel kann kein Schip finden, wat ihm über die Ostsee bräuch. Und den Hus füllt dat Bilütten doch ob, dat hier ein fremden Mann wohnen. Hier müsse ich in ander Quartier säugen, wie er snappt und von Volksgerichtshofs zum Tod verurteilt. In grote Hamburger Katschott an Holzenglassi hebt sie hinrecht. Ligas ist de froh, Kuddel bannig dankbar, dat sie mit ziehen hört, wer dat zu sich sülben fun und wart ihm dat nicht vergeben. Und nun, meine lieben Damen und Herren, sage ich Dankeschön und wünsche alles Gute und bleiben Sie gesund und bis bald.